So, Freunde, heute wird es spannend werden auf jeden Fall. Ich hatte ja hier die Verkleidung runtergenommen, ne? Und die ist größtenteils einfach zu sehr verbrannt. Also ich kann die ja nicht wirklich mehr wiederverwerten. Und die Idee ist jetzt folgende, dass die Verkleidung hier oben, ja, die bis vorne bis zum Fahrerhaus, die würde ich abschrauben, bis hierher ungefähr, bis zum Fenster oder vielleicht noch eins weiter drunter. Weil, ja, die sind ja hier eh abgesägt. Ich brauche davon sozusagen sowieso wieder neue, die bis ganz nach hinten durchgehen. Da muss ich halt auch mal gucken, ob ich hier in Spanien überhaupt diese Nut-Federbretter bekomme und vor allem in der Länge, ja. Ich glaube mal eher nicht. Aber die müssen ja eh rausfliegen, ja, früher oder später. Und meine Idee ist, die rauszunehmen, zu stückeln und da wieder anzubringen. Damit ich zumindest hier mal einen Anfang finde, ja, dass ich hier mal schon mal wieder was hochziehen kann. Und der Kram hier, der wird dann vielleicht in Deutschland gemacht, ne? So. Das Problem ist allerdings, um die hier rauszukriegen, müsste ich theoretisch die Wand hier entfernen. Die Nutfeder-Dinger, die gehen bis zum Fahrerraum. Die werden hier im Fahrerraum werden die festgemacht. Und ich habe aber eigentlich keinen Bock, hier alles auseinanderzuschrauben, weil um das Ding ja abschrauben zu können oder lose zu kriegen, muss ich den Schrank abbauen, ich muss die Decke abnehmen und ich muss einen Teil von dem Hängeschrank hier abnehmen. Und darauf habe ich eigentlich nicht wirklich Bock. Und meine Idee ist jetzt, ich versuche einfach mal nur hier die Decke hier oben, das Stückchen hier abzunehmen und vielleicht kann ich die hier trotzdem rausschieben, ja? Wie ihr gesehen habt, habe ich hier die Paneele abgeschraubt. Hat sehr gut funktioniert. Ich musste also nicht die Wand da hinten rausruppen. Das ist sehr gut. Und ich habe die jetzt zerstückelt und genau in die, auf die richtige Länge geschnitten, damit die quasi hier, liebe Freunde, damit das quasi hier hinten ranpasst. Ja? Und jetzt baue ich quasi mit den alten Paneelen, baue ich mir jetzt die Wand hier wieder auf zumindest. Ne? Die schleife ich jetzt draußen noch und dann kommen die rangeklatscht. Ansonsten habe ich die Wand hier auch noch weiter abgeschliffen und zwar bis nach oben. Und jetzt habe ich hier halt so eine flambierte Optik und da weiß ich halt nicht genau. Also ich stehe eigentlich nicht so auf diese flambierte Optik, weil die viel zu unruhig ist. Also das macht so eine Unruhe, ja. Ich habe es eigentlich lieber ein bisschen homogener. Aber mal kicken. Ich weiß gerade nicht, wie das anders lösen soll, ohne hier den kompletten Bus auseinanderzureißen und mal alles neu zu machen. Das werde ich auf jeden Fall nicht tun. Von dem her muss ich jetzt einfach damit klarkommen und das Beste daraus machen. Das wird aber auch wirklich eine Mordsarbeit, weil ich hier einfach alle Wände hier, alles muss abgeschliffen werden, damit alles die gleiche Optik hat, ne? Weil das geht nicht, dass hier ein Teil flambiert aussieht und der andere Teil nicht. Also das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Das schafft mein Design-Nazi innerlich. Das schafft er nicht. Ich hatte ja auch zu kleines Schleifpapier geholt, ne, von meinen Schwingschleifer. Und jetzt habe ich einfach, wisst ihr, ich bin Ossi. Ich bin Ossi und ich habe jetzt einfach die Dinger mir so zurechtgeschnitten, dass die auch über den Rand hinaus ragen, sodass ich mit den Rändern schön so in diese Kuhlen rennen kann. Funktioniert sehr gut.
man sieht, habe ich die ganze Ecke hier bis hier hoch schon fertig gebaut. Hier oben fehlen mir jetzt noch Hölzer. Das heißt, ich muss halt irgendwo mal unterwegs gucken, dass ich so eine Nutfederbretter herkriege. Wir kommen jetzt an einen Part, wo es ein bisschen tricky ist. Hier unten die Ecke, ne? Die muss jetzt hier auch restauriert werden quasi bis nach oben. Die unteren Brettchen hier, die sind verkohlt, die kann ich nicht benutzen. Ich habe jetzt hier schon mal das erste angefertigt, auch aus dem Reststück. Und ja, ich muss jetzt, glaube ich, 4 Stück muss ich neu machen. Und alles, was da drüber ist, das reicht, wenn ich die abschleife und dann kann ich die auch wieder verwenden. Aber das Krasse ist halt hier, ich muss mit einer kleinen Handsäge 45 Grad Winkel sägen, ohne Schraubzwingen oder irgendwas. Aber das geht eigentlich ganz gut. Ich habe ja diese kleine japanische Säge geholt. Ich habe hier so ein altes Stück. Das benutze ich dann als Schablone, weil die bis hier oben hin auf jeden Fall immer die gleiche Breite haben. Das ist schon wieder ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal was gefilmt habe. Da habe ich ja hier die Wand gemacht vom Ofen. Jetzt musste ich die letzten 2 Tage arbeiten und ja, da habe ich natürlich nichts machen können. Aber ich habe vorhin mal angefangen, hier mein Gewürzregal abzuschrauben und die Messerleiste, die Magnetleiste. Genau, und bin gerade dabei, hier die Wände hier oben abzuschleifen. Und wie ich das aber letztendlich behandeln werde, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Das werde ich mal alles in Ruhe austesten an einem Stück Holz und dann gucken wir mal weiter. Mal Cuteness Overlord sehen. Den Cuteness Overlord. Pass mal auf. So, Janka hat hier 2 Lieblingsplätze. Das ist einmal, habe ich schon mal euch gezeigt. Da ganz hinten sieht man das. Vor dem Bus da hinten, die Dünen. Da hängt die ganz gerne ab, gerade morgens, wenn die Sonne so auf die Düne scheint. Und seit gestern hat sie einen neuen Spot gefunden. Das ist so schnuffig. Irgendeiner hat hier Löcher in den Sand gegraben. Und so ein chillte mal in einem von den Löchern. Geht's dir gut in deinem Sandloch? Geht's dir gut in deinem Sandloch? Noch eine kleine Sache zur Oberflächenbehandlung. Ich hatte mir von Robi mitbringen lassen Lauge. Und die Nadelholzlauge ist dafür da, dass das Holz nicht nachdunkelt. Ja? Weil wenn da UV-Strahlen raufkommen, dann dunkelt halt Nadelholz nach. Das kennt man von alten Oma-Möbeln, wenn die so braun sind. Eigentlich ist das Kiefer, die ja eigentlich so fast weiß-gelblich ist und die wird über die Jahre hinweg braun. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass meine Holzfarbe sich verändert und dafür ist Lauge zum Beispiel gut. So, und ich habe die Lauge jetzt mal auf so ein Stück Holz aufgetragen und das ist nicht so eine Lauge, wie ich das eigentlich kenne. Also das ist nicht pure Lauge, sondern hier ist anscheinend Seife und Pigmente mit drin, sodass man das als Komplettanstrich benutzen kann. Ja, machst du eh mal auf, ist fertig. Ja, und das ist eigentlich was ich nicht wollte. Denn eigentlich wollte ich nach der Lauge dann die finale Behandlung aufmachen. Zum Beispiel halt das honigfarbene Hartwachsöl oder aber meine Stahlwolle-Essig-Kombi. Aber mit der Seife bin ich mir jetzt hier nicht sicher, ob das auch so funktioniert. Ich werde, wenn das richtig durchgetrocknet ist, mal mit Hartwachsöl rübergehen, mal gucken, was das macht. Ob sich das miteinander verträgt und wie das aussieht. Und ja, für die Stahlwolle-Essig-Kombi fehlt mir noch Stahlwolle, um das auszuprobieren. Und das kann ich erst eventuell morgen machen, denn morgen fahre ich weiter Richtung Valencia und da werde ich an einem Baumarkt anhalten und mir Stahlwolle unter anderem holen und gucken, ob ich diese Nut-Federbretter bekomme, damit ich halt hier die Decke wieder hochziehen kann und vor allen Dingen hier die Wand hochziehen kann, damit es wieder ordentlich aussieht. Ein weiteres Problem, was ich habe, liebe Freunde, denn ein Unglück kommt selten allein.
meine EC-Karte, die spackt rum. Ich habe keine Kreditkarte, ich habe nur meine Standard-EC-Karte und die hat bisher wunderbar funktioniert. Aber ich habe schon auf der Herfahrt hier nach Spanien in Frankreich gemerkt, wenn ich tanken wollte an dem Tankautomaten, dass er die Karte manchmal nicht nehmen wollte. Jetzt hier in Spanien beim Einkaufen dasselbe Thema. Und das letzte Mal, als ich einkaufen wollte, da ging die ja nicht mehr. Das ist schlecht, denn ich habe nur noch ungefähr 40 Euro bar auf Tash. Mein Tank ist fast leer. Ich habe jetzt Robi erstmal beauftragt, mir ein Tausi vom Automaten abzuheben, damit ich erstmal ein bisschen Bargeld habe. Und wir werden uns dann bei Valencia da irgendwo treffen. Und dann bin ich zumindest da erstmal flüssig. Ich hoffe halt, dass ich mit meiner Kohle überhaupt dahin komme. Also 40 Euro Sprit für 200 Kilometer, da müsste eigentlich gehen. 250 Kilometer Diät, glaube ich. Hier ist jetzt alles abgeschliffen. Ja, bis da hinten. Alles schön, hier auch. In der Mitte alles schön abgeschliffen. Ich habe jetzt zwischendurch auch mal das Hartwachsöl ausprobiert, weil ich auf die Lauge geklatscht habe. Ja, und ich würde sagen, das sieht halt eher so ein bisschen aus wie schon altes Kiefernholz. Und da weiß ich nicht, ob mir das so gefallen will. Also, ja, da hätte ich mir die Lauge auch sparen können. Das wird dann eh automatisch so dunkelgelblich. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber ich habe mich dazu entschieden, auf jeden Fall alles mit dieser Lauge hier zu behandeln. Denn selbst wenn ich nur die Lauge drauf habe, sieht das ja nicht so scheiße aus, finde ich. Und dann werde ich, wenn ich die Essig-Stahlwolle-Kombo mir angemischt habe, mal probieren, wie das dann aussieht, wenn ich das nochmal drauf klatsche. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich schon den ersten Anstrich machen. Einen wunderschönen guten Mongiorno wünsche ich euch und mir und Sojanka. Ich habe gestern richtig reingehauen, habt ihr ja gesehen, hier alles abgeschliffen und dann auch gleich noch behandelt. Bin ich super happy mit. Ich habe gestern noch tatsächlich alles wieder angeschraubt, so wie es sein soll und so wie es vorher war. Und Leute, das hat eine ganz andere Optik jetzt. Ne? Das sieht nicht mehr so abgefuckt aus wie vorher. Jetzt sieht es wieder aus wie, ja, wie frisch und neu. Ja, wenn man sie sich so mal ankickt. Alles schön. Beim Auftragen der Lauge, da waren mir zu viele weiße Pigmente drin. Das war sehr hell, war mir viel zu hell und habe dementsprechend dann nach dem Einpinseln nochmal mit dem Lappen alles abgezogen und versucht, so viele Pigmente wie möglich wieder mitzunehmen. Ne? Das mache ich generell auch bei Hartwachsöl, bei Öl und auch Dekorwachs und so weiter, dass ich erst mit dem Pinsel das einstreiche, dass alles bedeckt ist und benetzt ist und ziehe dann nach 2-3 Minuten die Überstände mit dem Lappen ab. Dadurch kriegt man ein viel homogeneres Bild hin und vermeidet halt so Fleckenbildung oder sowas, ja. Und du hast nicht irgendwie unterschiedlich dicke Stellen von der Oberflächenbehandlung. Deswegen, also ich kann euch auch nur als Tipp geben, immer schön mit dem Lappen später alles abziehen, was ihr mit dem Pinsel aufgetragen habt. Ich war mir gestern auch unsicher, ob mir das so gefallen will von der Farbe. Das ist ja doch schon sehr viel heller als vorher. Vorher ist es ja hier so mehr so brownie gewesen. Ist auch schon sehr nachgedunkelt. Auch mit dem Ruß ist es jetzt sehr dunkel geworden. Und das ist natürlich schon ein harter Kontrast, ne, zu dem weißen oder einer fast weißen hellen Holz. Aber jetzt so heute Morgen, wo ich hier aufgestanden bin, dachte ich mir so, ey, das sieht doch ja nicht so schlecht aus. Ne? Hab hier alles ja wieder festgemacht und so. Das sieht halt fresh aus. Sieht einfach fresh aus. Für die Leute, die es nicht wussten, ich habe mal Tischler gelernt in meiner Jugend. Ja, was mir besonders viel Spaß gemacht hat und immer noch macht, ist halt die Oberflächenveredelung von Holz.
Ich finde es total spannend, wie Holz aussehen kann, ja, je nachdem, wie man das behandelt. Und deswegen habe ich da sehr viel Erfahrung mit mittlerweile. Und diese Lauge, Seife, Pigment-Kombo, die ich hier jetzt aufgetragen habe, die war für mich jetzt auch neu. Und ich werde da noch weiter experimentieren. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Wände noch verändern werde, aber ich werde mir auf jeden Fall noch so ein paar Probestücke machen und dann zum Beispiel auch mir nochmal so eine Essig-Stahlwoll-Kombi anrühren und das mal drüber pinseln. Mal gucken, was dann passiert, ob das Holz sich dann grau färbt, wie es eigentlich sein sollte. Jetzt allerdings steht an, wir müssen zur Bank. Oder ich muss zur Bank, ihr nicht, aber icke, weil meine Karte ist ja im Arsch. So, liebe Freunde, ich war gerade bei der Bank, habe versucht, da Geld abzuheben. Ging nicht, dann bin ich zu den Banktypen gegangen und der meinte, ich kann da nicht abheben mit meiner Karte, das geht auch nicht. Und dann sind wir zusammen nochmal zum anderen Automaten gegangen und der hat mir dann gesagt, meine Karte ist abgelaufen. Ich habe das nicht geschnallt, ich wusste nicht mal, dass so eine Bankkarte ein Ablaufdatum hat. So, also stehe ich jetzt da mit wem im Haar. Ich habe keine Bankkarte mehr jetzt hier in Spanien. Das bedeutet, ich werde zur Tanke fahren und ja, mit meinem restlichen Bargeld tanken und dann hoffe ich, dass ich damit bis nach Valencia komme. Und da wartet ja Ruby schon mit meiner Kohle, deswegen das sollte eigentlich passen.